Hallo, ja, ich heiße Vivian und ich möchte euch heute Klimadatenschule vorstellen. Das ist eins von vielen Programmen, die wir von Bildungscent e.V. umsetzen. Bildungscent, ich nur mal ganz kurz zur Einordnung, ist eine Organisation, die es jetzt mittlerweile seit 2003 schon gibt. Wir sind tätig im Schulbereich und vor allen Dingen aber auch im außerschulischen, im informellen Lern- und Lehrbereich. Und Klimadatenschule ist ein Programm, was wir zurzeit umsetzen, was mittlerweile sind knapp 140 Schulen angemeldet, die da mitmachen und 30 Klimaschutzinitiativen. Wir möchten Zukunftsthemen in die Schulen bringen, das ist eigentlich unser Hauptauftrag von Bildungscent und sind dabei eigentlich auch immer radikal handlungsorientiert und deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen das Thema Daten und Klima mal zusammendenken. Wir hatten das ursprünglich mit der Open Knowledge Foundation schon mal geplant, 2018, und sind jetzt aber mit Mediale Pfade endlich zum Erfolg gekommen, genau, und haben das dann im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative, können wir das jetzt umsetzen. Und wir beschäftigen uns auch viel mit den Themen Partizipation und Klimagerechtigkeit. Und um jetzt nochmal wieder zurück auf Klimadatenschule zu kommen, der Slogan des Programms heißt Daten nutzen, Klimaschützen. Das ist das Ziel des Ganzen. Also das sagt eigentlich auch schon, was wir vorhaben. Bewegungen wie Fridays for Future beziehen sich ja auch auf die Wissenschaft, auf Daten und das war eigentlich so der Ursprung, die Idee. Wir wollten fragen, welche Daten gibt es zum Klima, wie entstehen diese und wie kann man das auch an Schulen, an Lebenswelten von SchülerInnen und Jugendlichen umsetzen und diese beiden Themen verbinden und daraus ein Projekt, ein Programm entwickeln. Das haben wir mit Klimadatenschule gemacht. Wir wollten das ganz niedrigschwellig machen, haben das anhand von vier Handlungsfeldern uns überlegt, nämlich das Themenfeld Bäume, Mobilität, Papier und Ernährung. Und das ist ab Sekundarstufe 1, kann man sich anmelden. Man kann sich noch vernetzen mit Klimaschutzinitiativen vor Ort. Und wie machen wir das? Wir haben eine App entwickelt, gemeinsam mit Redu aus Münster. Da wird auch werden Daniel und Yvonne noch gleich noch mehr dazu erzählen. Und wir haben nicht nur ein digitales Tool dazu entwickelt in den vier Handlungsfeldern, sondern wir haben auch ein analoges Material entwickelt, weil wir immer denken oder nicht denken, das sind auch so Erfahrungswerte, dass Schulen immer irgendwas in die Hand brauchen noch, also irgendein Material, mit dem sie arbeiten können. Da haben wir einmal ganz wunderbare Klimadatenkarten entwickelt. Da ist das komplexe Thema sehr einfach zusammengefasst, auch nochmal jeweils pro Handlungsfeld. Und es gibt zum Beispiel Materialien zum Datensammeln und Zählen, also ganz haptisch, einmal Klickzähler und es gibt noch eine Waage, um Dinge zu wiegen. Es gibt zum Beispiel Maßbänder, weil im Bereich Bäume geht es darum, zum Beispiel bei den Bäumen zu sehen, wie breit ist eigentlich ein Baum, wie hoch ist ein Baum, und daraus die CO2-Speicherfähigkeit ablesen zu können. Es gibt noch eine Sprühkreide, weil wir wollen auch, dass aus diesen gesammelten Daten am Ende eine Aktion entsteht, die vielleicht auch was im Ort, an der Schule, in der Kommune verändern kann. Also sie sollen auch politisch wirksam werden, sie sollen sich äußern, also es soll einfach vielleicht auch im besten Fall eine Kampagne entstehen. Dann gibt es noch Sticker. Genau, also das zur Box und zur App. 200 Schulen können mitmachen, 140 sind schon dabei. Im Großen und Ganzen geht es natürlich auch noch darum, einfach, dass die SchülerInnen ein Gefühl dafür bekommen sollen,
was an meinen Handlungen, also wie viel CO2 verbrauche ich? Also wie viel, welche Handlungen, also wie hängt das alles zusammen, damit man ein Gefühl dafür bekommt? Und dann auch, es ist ein offener Datensatz, mit dem Sie arbeiten, es ist für alle einsehbar. Also das Thema Data Literacy wird auch behandelt. Das heißt, wie kann ich eigentlich, was heißt das eigentlich, mit solchen Daten zu arbeiten? Das ist auch, wir bieten auch eine Online-Fortbildung an, die das Thema nochmal etwas vertieft behandelt. Und genau, das eigentlich zum groben Ablauf. Und dann gebe ich weiter an Yvonne, die sagt nochmal was genauer zu den vier Handlungsfeldern und was man damit eigentlich genau machen kann. Ja, danke, Vivian. Ich erzähle euch jetzt was darüber, wie wir überhaupt zu den vier Handlungsfeldern gekommen sind. Zum einen lehnen die sich an die Sektoren des Klimaschutzes allgemein an, also Landwirtschaft, Verkehr, Industrie beispielsweise, das haben wir mitgedacht und wollten das dann runterbrechen, das war uns wichtig, auf das Umfeld Schule. Also es ging uns darum, wegzugehen von der individuellen Verantwortung, die ist natürlich auch total wichtig, aber in diesem Programm haben wir uns überlegt, wie können wir diese Themen in die Lebenswelt der Jugendlichen, der jungen Menschen, der SchülerInnen einbringen und eben in den Schulkontext, im Schulkontext verankern. Und dann haben wir geguckt, das ist jetzt ein Versuch zu gucken, wo kann man im Schulumfeld gut CO2 einsparen, wo ist es gut messbar auch. Wir haben tolle Datengrundlagen in der App nutzen können, zum Beispiel vom Umweltbundesamt oder vom IFOR-Institut. Und haben eben diese CO2-Rechner dort in unsere App einbetten können. Und damit macht es wirklich den Usern oder all die es machen, es sehr leicht, das einfach auszuprobieren und rauszugehen. Es macht Spaß, auch mal aus der Schule rauszukommen und beispielsweise im Schulhof Bäume zu vermessen mit der App. Und diese Daten fließen dann, ich nenne gleich noch weitere Beispiele zu den anderen Handlungsfeldern, diese Daten fließen dann in einen offenen Datensatz ein, auch anonym, also nur die Schule wird genannt und das ist wirklich dann offen für jeden. Das sind dann CSV und Excel-Dateien und dann kann man mit den Daten weiterarbeiten. Dann vielleicht noch kurze Beispiele zu den anderen Handlungsfeldern. Im Bereich Papier kann man mit der App gucken, wie viel CO2 speichert oder wird benutzt, wird verbraucht, wenn ich Recyclingpapier verwende und was ist der Unterschied zu Frischfaserpapier beispielsweise. Oder im Bereich Ernährung, was macht es aus in den CO2-Werten, wenn die Kantine eine vegetarische Woche anbietet oder einen vegetarischen Tag im Gegensatz zu fleischhaltiger Kost. Genau, und im Bereich Mobilität kann man wunderbar mit unserer App den Schulweg messen, um da zu schauen, wo gibt es Einsparpotenziale, ob ich mit dem Auto fahre oder doch irgendwie mit dem Fahrrad kommen kann. Ja, das war eigentlich schon so der erste große Überblick zu unserer App. Was ich auch noch sagen wollte, weswegen wir auch weg von dem Individuum gegangen sind, ist, dass wir kein Shaming wollten. Also es geht nicht darum zu gucken, was gab es jetzt bei einer Person abends zu Hause zu essen, sondern wir wollen einfach nur für das Thema sensibilisieren weiterhin. Und welche ersten Ergebnisse es gibt in dem Programm, dazu sagt uns jetzt Daniel noch mehr. Genau, ich würde mal ganz kurz nochmal die Klimadaten, also die App ist natürlich eine Web-App, also vielleicht kurz ein Tech-Talk auch, die eben ReIndio umgesetzt haben. Das sind die Menschen hinter der Software-Problem, den habt ihr vielleicht schon gehört. Die machen ganz viel Technologieentwicklung in auch Bildungsbereich zur Unterstützung von Schulen und so weiter. Und deswegen war die Debatte auch auf Sie und Sie haben dann eben die Web-App entwickelt, die eben all die Sachen umsetzt, die wir dafür nötig halten, dass eben systemübergreifend ist. Das ist sehr einfach, ein System, die Daten einzugeben und dann natürlich auch zu exportieren. Genau, und auf unserer Webseite findet eben auch die Klimaschutzaktion. Wie Lilian schon gerade berichtet hat, ist es zum einen eben wichtig, das Verständnis bei SchülerInnen aufzubauen und bei den Schulen, bei den Lehrenden selbst. Dann aber eben auch in die Handlungsfähigkeit zu gehen und mit den SchülerInnen zu gucken, dass sie eben kommunal sich engagieren und quasi Grundlagen bekommen, um ihre Themen eben
auch zum Beispiel in kommunaler Politik oder gegenüber Schulleitung und so weiter auch nochmal besser sichtbar zu machen.
Hallo Clara, hallo Levi. Herzlich willkommen, super, dass ihr es geschafft habt. Super. Genau, ich gebe euch das Mikro. Und ich gebe euch den Guten Tag, erstmal von meiner Seite, das ist Clara, ich bin Levi, wir sind beides Vorstandsmitglieder unserer Schülerfirma Energy Echo. Wir wurden 2019 gegründet, also jetzt ziemlich genau vor 3 Jahren. Und unsere Schülerfirma beschäftigt sich im Rahmen der Nachhaltigkeit, vor allem gebäudespezifisch, mit wie man da Energie einsparen kann. Aber das Wichtige bei uns ist, dass wir eben die Schülerinnen und Schüler da einbinden wollen immer und dass wir so eine Verbindung aus Lehren und aber auch konkret umzusetzen an den Schulen. Und wir bestehen dabei aus aktuell rund 6 Personen an unserer Schule. Wir treffen uns immer einmal die Woche, um unsere verschiedenen Projekte dann zu beraten und dann auch umzusetzen. Aber im Hintergrund geschieht natürlich immer viel mehr Arbeit und dann würde ich erstmal jetzt an Clara abgeben. Guten Tag, nochmal von meiner Seite aus. Ich bin Clara, wie Libby schon gesagt hat. Ich bin jetzt seit 2 Jahren bei Energy Echo. Und ich würde jetzt ganz kurz mal erzählen, wie wir zur Klimadatenschule gekommen sind. Unser Betreuer, Richard Häusler, der uns seit Anbeginn, seitdem es die Energiemanager als AG schon gibt, betreut, hat uns darauf hingewiesen, weil er nach solchen Projekten öfter mal sucht. Und dann hatten wir uns gleich angemeldet und sofort kam die Einladung zum Stammtisch und das hat uns natürlich sehr gefreut, weil auch dieser Stammtisch uns sehr viel Mehrarbeit geboten hat. Wir konnten uns mit ganz vielen verschiedenen Experten und Akteuren austauschen. Beispielsweise konnte ich sehr schön mit einem Wissenschaftler reden, der letztendlich von seiner Seite aus gleich den Vorschlag gemacht hat, ein gemeinsames Projekt zu starten. Und das konnte zwar jetzt noch nicht umgesetzt werden, aber wir haben die Kontakte und wir haben auf jeden Fall Ansprechpartner und neue Ideen entwickelt durch Inspiration anderer. Beispielsweise haben wir uns überlegt, mit der App von Klimadatenschule das Essen bzw. die Mobilität zu tracken bzw. Daten zu sammeln, da wir es uns als großes Ziel gesetzt haben, eine Klimabilanz unserer Schule zu erstellen. Dabei wollen wir die gesamten CO2-Emissionen des Robert-Havemann-Gymnasiums berechnen, um danach einen Aktionsplan zu erstellen. Konkret wollen wir da nicht nur auf Mobilität und Nahrungsmittel bzw. Essen eingehen, sondern auch auf die Energien, also Gas, also Wärme, aber auch auf Wasserverbrauch und auf Papierverbrauch. Genau, und da haben wir uns auch weitere Tools rangezogen, die noch ein bisschen detaillierter und ausführlicher sind. Aber besonders beeindruckt sind wir auf jeden Fall von dem Mahlzeitenrechner bzw. von der Sektion Essen, da sie meiner Meinung nach sehr, sehr ausführlich und professionell gemacht ist. Libby würde jetzt was zum Aktionsplan sagen. Ja, also der Aktionsplan von Klimadatenschule ist ja in diese Sektoren unterteilt, Mobilität, aber auch Essen, etc. Und was unsere Schülerfirma quasi da macht, ist, bei diesem Aktionsplan geht es ja viel mehr alles rund um die Schule selbst. Und unsere Schülerfirma beschäftigt sich damit, mit dem Gebäude der Schule quasi selbst und quasi in diesem Aktionsplan können wir dann quasi das Glied der Schule selbst als Gebäude
ja, uns integrieren und diesen Rahmen drumherum, den wir eben bisher nicht erfasst konnten, kann mit diesen Tools und dem Aktionsplan hier eben sehr gut erfasst werden, was uns zum Beispiel, wie Clara auch schon meinte, bei der Erstellung einer Klimabilanz sehr gut weiterhilft, weil wir eben bisher nur auf das Gebäude selbst geschaut haben, aber viele Emissionen geschehen halt im Schulalltag selbst, sei es Mobilität, aber auch Essen. Und da ist Klimadatenschule für uns vor allem mit diesem Know-how, was sehr breit gestreut dahinter ist, sehr gut. Genau, und was wir in Zukunft machen, wir werden uns dann darauf spezifizieren, Workshops daraus zu entwickeln, um die Schüler zu mehr Nachhaltigkeit an unserer Schule zu bewegen und möglichst die CO2-Emissionen zu reduzieren und das Ganze sehr interaktiv. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank euch. Wir haben noch einen kurzen Input zu kommunalen, also was da passiert ist, und dann eine Fragerunde. Seid ihr gleich noch da? Ja. Super, wir haben noch Zeit. Okay. Genau, ich will das jetzt auch einfach damit abschließen mit noch ein paar zwei Beispielen zu den kommunalen Auswirkungen oder zum Feedback der Schulen. So was kann passieren? Einmal im eher vielleicht eher kleineren Bereich, kann man aber auch groß denken, Bereich Papier, wo eine Schule das ausgerechnet hat, was sie an CO2 sparen würde, wenn die gesamte Schule auf Recyclingpapier umstellt, um dann auch rauszubekommen, wie funktioniert überhaupt dieses Material bekommen an Schulen. Also wo kriegt eine Schule überhaupt ihr Papier her? Und sich erstmal ins Sekretariat zu begeben und dann zu merken, vielleicht bekommt man da gar nicht die richtige Antwort und man muss größer schauen und am Ende den Schulträger anschreiben. Und wie schreibt man einen Schulträger an? Und wieso wird das nicht vereinheitlicht? Oder keine Ahnung, also da kommt man ja in ganz andere Bereiche. Und diese Schule hat eben dem Schulträger geschrieben und hat es dann auch nochmal größer gerechnet und hat gesagt, wie viel CO2 eingespart werden würde, wenn es nur an dieser Schule wäre, aber vielleicht, wie viel man auch einsparen könnte, wenn in ganz Deutschland die Schulen Recyclingpapier hätten. Also man kann damit ja auch so Sachen durchrechnen und durchspielen. Eine andere Schule hat auch zum Thema Mobilität ein Projekt umgesetzt und hat sich danach gefragt, weil die Ergebnisse waren auch, es war im eher ländlichen Raum, es war eine Kleinstadt, sind sehr viele wieder mit dem Auto auch gekommen von den älteren Schülern oder wurden gefahren, dann könnte man ja auch erstmal interpretieren, okay, die wollen nicht mit dem Fahrrad fahren oder was weiß ich. Auf jeden Fall kam nach der Datenanalyse und nachdem sich überhaupt mit diesem Thema nochmal beschäftigt wurde, mit der gesamten Schule raus, dass es einfach auch fehlende Möglichkeiten gab, um Fahrräder überhaupt vor der Schule ansperren zu können. Und dann wurde eben auch wieder ein Brief geschrieben und sie haben versucht, das eben über den Ort selber zu lösen und da einfach eine Lösung zu finden. Es war nicht die, keine Ahnung, was man sagen könnte, okay, die wollen nicht mit dem Fahrrad fahren, sondern sie haben halt keine Lust, das Fahrrad einfach so vor der Schule stehen zu lassen oder zu weit zu laufen, weil das Fahrrad weiter hinten stehen muss. Also, dass man auf jeden Fall in diesen kleinen Projekten, da steckt dann doch mehr drin, als man denkt und man kann es einfach auf jeden Fall größer denken. Und wir bekommen da die tollsten Geschichten eigentlich auch. Wir haben eine sehr intensive Betreuung, also wir von Bildungscent, wir sind per E-Mail und auch per Telefon immer erreichbar und genau betreuen die Schulen auch bei ihren Projekten und können dadurch auch viele dieser Geschichten erzählen. Genau, das war es eigentlich auch schon und jetzt sind wir gespannt auf Fragen von euch. Ja, also ich habe jetzt beim Zuhören so richtig Lust darauf gekriegt selber, weil ich bin jetzt leider nicht mehr in der Schule, nur als Schulkind, Mutter.
Denkt ihr auch darüber nach, sowas anzubieten, also Klimadaten Universität zum Beispiel oder Klimadaten Rathaus, Verwaltung, Klimadaten Firma, meine Company? Also ich glaube schon, dass man über so ein Angebot, was so, ja, so gamifiziert ist, ganz viele Leute einfach dazu bringen kann, mitzumachen, die eigenen Verhaltensmuster zu checken, auch die Daten einzugeben, gute Beispiele zu geben und dazu auch wieder andere zu animieren. Also ganz ehrlich, ich finde es super toll. Vielen Dank. Das freut uns natürlich sehr, wenn so ein Feedback kommt. Und im besten Fall denken wir natürlich auch über sowas nach. Und sind da sehr offen. Also das ist eine super Idee. Wir wurden auch letztens schon zu einem Open Data Netzwerk Treffen eingeladen mit über 70 Kommunen. Da ging es eben um Digitalisierung von Verwaltung. Und die sind auch auf uns gestoßen. Und da haben wir unser Programm auch vorstellen dürfen. Das war auch klasse. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir da an einem Punkt sind, der spannend ist oder der auch für andere auf jeden Fall spannend sein kann. Hi, danke schön erstmal für den Vortrag und euer Projekt, das ist richtig cool. Ich würde fragen, es ist ja auch teilweise ein bisschen ein politisches Projekt, gerade wenn es um Einbindung von Organisationen und sowas gibt, wie da das Verhalten von den Schulen ist, weil es ist ja manchmal ein bisschen schwierig, politische Themen an die Schule zu bringen. Oder im Endeffekt, Klimaschutz ist ja auch kein Lehrplanthema. Wo wird denn das einsortiert? Also im besten Fall wird es überall einsortiert. Also Bildungscent arbeitet nicht nach Unterrichtsfächern oder wir wollen eh keine Unterrichtsfächer mehr im besten Fall. Und reine Projektarbeit, glaube ich, macht eh viel mehr Sinn an Schulen. Deswegen, also klar, ich verstehe die Frage. Es kommt natürlich darauf an, wir sind dem Beutelsbacher Konsens verpflichtet und wir sind natürlich auch, versuchen wir da mit einer gewissen Neutralität reinzugehen, aber ich gebe es ehrlich zu, wenn ich in den Workshops stehe, sage ich auch, geht auf die Straße, es ist die einzige Chance. Und dann, und wir sind ein Verein, die Leute melden sich an, es ist alles kostenfrei. Also man kann sich entscheiden, ob man da mitmacht oder nicht. Genau, vielleicht noch ergänzend zum Beutelsbacher Konsens. Also diese vermeintliche Neutralität bedeutet nicht, dass wir nicht eine Haltung haben. Ja, natürlich. Und mit der gehen wir natürlich rein. Und wenn wir mit Jugendlichen arbeiten, arbeiten wir mit deren Zukunft und deswegen sind wir da auch anwaltlich im Sinne der Jugendlichen unterwegs und unterstützen ihre Anliegen. Insofern haben wir da schon natürlich eine Agenda, ohne irgendjemand zu überwältigen. Genau, nächste Frage. Ja, danke nochmal also für die Präsentation und irgendwie diesen spannenden Einblick, aber auch jetzt nochmal gerade die letzte Frage, da würde ich mich gerne anschließen. Wo sind eure Ansätze, damit das eben nicht nur irgendwie an dem individuellen, also die Lösung der Klimakrise an dem individuellen Ansatz irgendwie hängen bleibt, sondern dass man das halt einfach auch strukturell denkt und dass man das auch den Schülerinnen und Schülern halt irgendwie auch klar macht, dass es halt einfach strukturelle Lösungen braucht und dass es natürlich wichtig ist, Awareness zu schaffen über so individuelle Sachen, aber so richtig große Schritte machen wir halt nur mit dem Strukturellen. Also wie ist denn das bei euch integriert oder wie schafft ihr das? Also ich glaube, so ein zentraler Ansatz ist natürlich erstmal quasi über Informationen und Verständnis vom Themenfeld überhaupt Jugendliche zu unterstützen, das zu erfassen und größer zu denken und eben nicht in diesem individuellen Aushandlungsprozess stecken zu bleiben. Und dann eben quasi diese Motivation ihnen zu geben, dass sie sich lokal engagieren können und zwar nicht mit wir haben jetzt ein Schild gemalt, was wichtig ist und Protest und so, aber wir merken ja auch, wie sich das ein bisschen ausgereizt hat. Und da jetzt nochmal ein Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wir haben kommunale Daten, wir haben eine wissenschaftliche Basis auf Grundlage, der wir das jetzt neu verhandeln können und einen Schritt weiter gehen. Das ist so ein sozialer Ansatz. Und dann eben das Ganze auf eine Bühne zu heben, also einfach auch sichtbar machen, was passiert vor Ort, was sind die Anliegen. Und wenn es so einem nationalen Klimaplan, nationalen Klimaplan, das hier auftaucht, ist es halt nochmal was anderes, wie wenn das in Anführungszeichen nur die Schülergruppe, die AG, an einer Schule macht. So, also das sind so ein paar unserer Ansätze. Ja, das kann ich nur unterstützen. Und wir sagen auch immer, geht aus eurer Schule raus. Also denkt größer. Und
bleibt nicht in dem Projekt, sondern geht raus. Vernetzt euch mit vielen da draußen, die das Gleiche wollen. Und dann ist man auch motiviert, denke ich. Und dann ist man wieder handlungsfähig. Hallo, danke von mir auch für den tollen Vortrag. Ich finde das ganz spannend. Und verschiedene Fragen kommen da bei mir auf. Einerseits, wie langfristig ist das angelegt? Wie groß kann man da denken? Ist es skalierbar für tausende Schulen? Wie ist das mit der Pflege von so einer Web-App? Also sowas über die Jahre, ne, muss ja immer gemacht werden. Ist das irgendwie schon im Plan? Das ist das eine. Das andere ist die Frage, ähnlich wie die Frage ganz am Anfang, bloß in die andere Richtung, was ist mit jüngeren Altersgruppen? Kann man sowas auch in Grundschulen denken? Und die dritte Frage, kann ich das einfach ausprobieren? Also ich habe schon gesehen, ich muss eine Schule angeben, nun habe ich aber wirklich keine Schule mehr. Kann ich da irgendeine Dummy-Schule eingeben und, oder zerhaut das euch die Daten? Ich würde es gerne einfach mal ausprobieren. Also zur letzten Frage, wenn du dich, du kannst dich ja als Person einfach mal anmelden, dass wir dich zumindest irgendwo drin haben und dann, klar, kann man es einfach ausprobieren, es ist alles offen. Also da, genau. Das zur Verstetigung, zur ersten Frage, wir sind im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative, werden wir gefördert, das heißt, es läuft noch bis Oktober 2023. Wir gewährleisten danach noch ein Jahr die Pflege der Webseite und danach natürlich irgendwann ist es, ja, also da sind wir einfach auch mit unseren Mitteln sozusagen dann irgendwann, genau, wir sind auch eine Organisation, die immer pro Projekt die Sachen durchführt, genau. Und das Zweite war, die Grundschulen, wir haben das schon an Grundschulen umgesetzt. Also wir haben auch Material, wir haben das dann ein bisschen runtergebrochen, haben da eine kleine Präsentation, die man dazu verwenden kann. Also es geht, ich denke, glaube ich eh immer, also wir haben diese Eingliederung für die Schulen da draußen, für die Lehrkräfte, damit die wissen, wo sie, die brauchen ja immer was ganz Klares, aber eigentlich versuchen wir schon die Sachen sehr breit aufzusetzen und man kann es auch ganz simpel wieder runterbrechen und ganz einfach machen und man kann es auch an Berufsschulen umsetzen und wieder ein bisschen komplizierter machen. Ich treffe eine Ergänzung zur Nachhaltigkeit des Programms. Also wir sehen das natürlich total so, dass es langfristig funktionieren sollte. Auch quasi der Webanteil, den zu erhalten, das ist jetzt nicht so aufwendig, aber aufwendig ist eben die Betreuung von den LehrerInnen, von den Schulen vor Ort. Und da sind wir einfach auf Projektgelder angewiesen. Natürlich kann man auch spenden an die beiden gemeinnützigen Organisationen, aber auch Jetzt geht es. Ah, ja, jetzt geht es. Ja, gut. Ich komme aus dem Hochschulbereich und bin im Bereich Verwaltungsinformatik unterwegs und versuche natürlich die Verwaltungsmitarbeiter jetzt auch mal zu neuen Data Literacy Denken zu führen. Und ich bin gleichzeitig noch deswegen zwei Aspekte. Einmal weiß ich, dass es sehr schade ist, egal welche Förderprojekte, Programme etc. man anspricht, auch hoch auf die EU, sobald ein Projekt beendet ist, die Projektergebnisse verschwinden im Nirvana, will ich mal sagen. Und das fände ich so einen unheimlich spannenden Ansatz. Ich bin nämlich gleichzeitig unterwegs auf der Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Und wir versuchen jetzt natürlich auch die Bevölkerung vor Ort anzusprechen und versuchen das auch in die Schulen reinzubringen. Wir müssen die jungen zukünftigen Generationen ansprechen. Deswegen, welchen Einfluss hätte das zum Beispiel diese Vorgehensweise auf die Entwicklung der Curricula zukünftig in den Schulen? Die können ja nicht mehr per se so bestehen bleiben. Die müsste man ja ein bisschen mal aktualisieren, will ich mal sagen. Denken Sie da in die Richtung oder haben Sie da irgendwie Kontakte zu den entsprechenden Trägern aufgezogen? Eine Frage könnte ich noch annehmen, dann sind wir mit unserer Zeit schon durch.
dann gerne jetzt melden. Also die Curricula sind jetzt nicht unser Hauptgebiet. Also wir sind eher im außerschulischen, informellen Lern- und Lehrbereich tätig. Wenn sich da unsere Programme, was sehr häufig vorkommt, reinschleichen und da sind, ist es natürlich ganz wunderbar. Aber eigentlich wir versuchen das natürlich auf die Art und Weise, die Curricula zu ändern. Und da passiert ja auch schon was. Aber da muss noch viel mehr passieren, meiner Meinung nach. Es muss sehr viel mehr passieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr da seid und euch engagiert. Das war die Klimadatenschule. Ja, danke euch.